Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier sind wir uns im Garten. Der Dennis, der legt sich, ups, der legt sich richtig ins, oder? So. Der Dennis, der legt sich richtig ins Zeug, gell, Schatzi? Ich muss es euch jetzt mal zeigen. Schatz, was hast du hier genau gemacht? Steine gesetzt. Steine gesetzt und kann man das schon abterrassieren nennen? Ja, ein bisschen. Das ist nett, aber er hat ein zweites Beet quasi angelegt, oder? Nein. Nur den Hang, dass es nicht so schräg ist alles. Wenn man da Rindenmulch drauf macht, dass es nicht alles runterrutscht, habe ich es ein bisschen... Zwei Ebenen gemacht. Genau, mit Randstein. Ja. Schön. Leute, unsere Wärmepumpe ist da. Krass. Wir wollen hier drumherum was pflanzen, dass man die nicht sieht. Also ich finde sie gar nicht so störend. Aber schon ein riesiges Teil. Wir müssen unbedingt den Rasen mähen. Und übrigens sind unsere Fensterbauer heute da. Ja, wir dachten, wir können heute schon den Rindenmulch verteilen, aber wir müssen nochmal Unkraut rausmachen und alles richtig vorbereiten, bevor wir vorne im Vorgarten das Rindenmulch verteilen können. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel geschafft, aber meine Schwiegereltern haben jetzt Malia abgeholt. Das erste Mal, dass sie mit Malia alleine wohin gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt oder ob sie uns wieder bringen. Weil Malia ist halt voll... Papa anhänglich, also richtig krass. Sie will nur zu Papa hoch, Papa, Papa, Papa. Es kann sein, dass er gleich weint. Also sogar bei mir im Auto hat Malia geweint, als ich losgefahren bin. Und der Dennis ist mit dem anderen Auto gefahren. Ja, bin mal gespannt. Wenn nicht, dann bringen sie uns wieder. Und dann haben wir heute gar nichts im Garten geschafft. Aber so ist es halt mit Kind. Kann man nicht planen. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen das Unkraut weg. Ist nämlich wieder ganz schön viel nachgekommen. Und dann werden wir die Woche vielleicht am Montag auch schon hier das Rindenmulch legen. Das liegt im Keller, das kann ich euch auch gleich zeigen. Das ist übrigens unser Rindenmulch für oben von Combo. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Stelle an. Das ist eine Unkrautbarriere. Ich hoffe, es kommt wirklich kein Unkraut durch, weil unser Unkraut ist echt hartnäckig. So, wir haben es jetzt schon gemacht mit dem Rindenmulch und es sieht richtig gut aus. Schaut mal, da oben geht es dann weiter. Aber wir mögen es schon sehr, Dennis und ich. Hallo, wir sind jetzt auf dem Weg zusammen zum Henneabend, gell? Ja, wir freuen uns mega. Wir freuen uns schon, wir sind schon sehr gespannt. Das erste Mal, dass wir einen Henneabend miterleben und deswegen, let's go! Ich habe schon geduscht, ich mache jetzt gerade Mittagessen, es ist aber schon 14.30 Uhr, also relativ spät. Gestern war richtig, richtig schön, es war auch mal schön, so was erleben zu können. Also ein Henneabend, das ist ein Abend für die Braut, da tanzt die Braut die ganze Nacht und irgendwann gibt es dann quasi das Henna und der Bräutigam kommt mit dazu und dann ist quasi die offizielle Übergabe, so viel ich verstanden habe. Und die Mama von der Braut ist quasi traurig, dass die Tochter das Haus verlässt. Und die Mama vom Bräutigam, die freut sich. Ja, und die Mama von der Braut, die weint dann meistens auch so ein bisschen. War gestern tatsächlich auch der Fall. Und ist halt emotional, dass jetzt die Tochter das Haus verlässt. Genau, also es war echt schön. Das Essen war auch lecker. Und ja, es war einfach mal interessant, sowas mitzuerleben. Heute ist so ein bisschen ein Relax-Tag. Morgen ist der 1. Mai. Heute machen wir nicht viel. Der Dennis und ich, wir haben schon lange nichts mehr zusammen unternommen. Deswegen haben wir gesagt, dass wir heute vielleicht einmal nach Karlsruhe fahren, dort eine Runde laufen gehen, uns ein Bubble Tea holen, so was wir früher auch sehr oft gemacht haben. Aber jetzt durchs Haus und durch den Garten und alles, was wir so drumherum machen, kommt sowas halt echt zu kurz. Aber ja, heute nehmen wir uns die Zeit. Ich mache jetzt Spaghetti Aglio. Schatz, wie spricht man das aus? Spaghetti Aglio, keine Ahnung. Aglio Olio, keine Ahnung, habt ihr auch so ein Gewürz von Poche Look.
Das riecht so gut. Ich bin jetzt so mal so gespannt. Also es kann nur gut schmecken und gut werden. Ja. Das mache ich jetzt für uns. Ha? Ah, das G spricht man nicht. Aliolio. Ready und ja, durch das Gerstengras habe ich das Gefühl, dass meine Haare eher weniger ausfallen, wenn ich das regelmäßig nehme, muss ich dazu sagen, ich nehme es gerade nicht regelmäßig, das sind so Kapseln, die ich nehme, kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken, also ja, auf jeden Fall, wenn ich die regelmäßig nehme, habe ich nicht so viel Haarausfall, mache ich aber gerade nicht so, also ich nehme die nicht regelmäßig und habe übel krassen Haarausfall. Und ich habe durch das Gerstengras einfach das Gefühl, dass die Babyhaare voll gut wachsen. Weil mich immer jeder fragt, was ich denn so mache mit meinen Haaren, dass die jetzt so dick sind und auch endlich mal wachsen. Bin mal gespannt. Ich züchte die ja gerade, wie lang die werden können. Vor allem, wie lang und dick die werden können. Natürlich werde ich sie schneiden lassen, sobald die so unten ausgefranst aussehen. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt ready für Karlsruhe. Will mich so ein bisschen fertig machen, dass man sich einfach wohl fühlt. Jo. Ich frage übrigens immer alle, wie ich das mit den Haaren mache, wie meine Locken bleiben mit dem Dyson. Also ich föhne die einmal auf, also in alle Richtungen einfach gerade momentan. Mag ich das ganz gerne, wenn die nicht in dieselbe Richtung fallen. Also fixiere ich die einmal mit Haarspray und das klappt bei mir richtig gut. So einmal aufföhnen, Haarspray fixieren und sogar durchkämmen. Und dann bekomme ich diesen Blowout-Effekt. Lieb's. Ich habe mir tatsächlich nur die Haare aufgeföhnt und mich nur ein bisschen minimal geschminkt. Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Karlsruhe, der Dennis, Malia, Milo und ich. Und ich freue mich so sehr auf den Bubble Tea. Ich habe in letzter Zeit so wenig Bubble Tea getrunken. Also einmal, weil ich gefastet habe, von Februar bis April, bis Ostern. Und zum anderen, weil es bei uns im Pforzheim auch keinen guten Bubble Tea gibt. Also den letzten habe ich in Stuttgart mit Katrin getrunken. Heute gibt es wieder einen. Ich freue mich. Mein Bubble Tea schon fast leer, super lecker. Weil ich hatte ein Paw Patrol Eis und Dennis hatte einen Joghurt Natur. Ich hatte mein Bubble Tea. Gute Blume, ja. Nein, hey, das ist keine Pusteblume, Mali. Wir sind zu Hause und der Dennis hat uns noch Reis mit Hähnchen geholt. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und Malia isst Reis mit Ketchup. Guten! Welches Buch sollen wir anschauen, Malia? Die alle! Ja. Ja? Ziehen wir aber erst mal kurz frische Windel an und Schlafanzug, oder? Oh, richtig scharf. Oh. Wenn ich Malia ins Bett bringe, mache ich mir noch eine Matratze hier vors Bett. Da lege ich mich nämlich jetzt gleich hin. Wir schauen uns ein Buch an, sonst hören wir die Toni, also Maya oder Anna und Elsa und dann schläft sie ein. Oh. Großer? Großer Schwan, den haben wir heute gesehen, gell? Mhm. Schön. Was ist da alles drauf? Ja. Das hast du gesehen mit Oma und Opa im Wildpark. Biber, gell? Das. Ja. Das. Ente. Fisch. Ente. Schwan. Fisch. Libelle. Seerose haben wir. So, ich habe mich schon bed ready gemacht, bin abgeschminkt und werde mich jetzt gleich aufs Sofa legen. Mit Dennis zusammen einen Film schauen. Auf jeden Fall war heute ein richtig schöner Tag. Wir haben ganz entspannt den Tag in Karlsruhe verbracht, Bubble Tea getrunken, Eis gegessen und ja, uns es einfach gut gehen lassen. Wir haben es schon so lange nicht mehr gemacht, weil ich habe das heute schon einmal kurz angeschnitten, weil wegen dem Haus und dem Garten so viel ansteht und dass wir unsere Freizeit dafür nutzen.
Aber es tut doch schon mal gut, wenn man als Familie was zusammen macht und es keine Arbeit ist. Obwohl ich das auch voll schön finde mit Dennis im Garten, den Garten umzugestalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!